Impfungen. Und alleine dieses Wort wird bei einigen Menschen Schnappatmung, Bluthochdruck und spontanes Einnässen verursachen. Es soll aber an dieser Stelle gar nicht um die Wirksamkeit von Impfungen gehen, denn ganz ehrlich, da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Wer sich aber dennoch niederschwellig, kompakt oder auch humorvoll aufbereitet über Impfungen informieren will, Argumente sammeln möchte oder wie auch immer, für diese Menschen habe ich eine kleine Auswahl an Videos in der Beschreibung verlinkt. Hier soll es um die Impfpflicht oder einen Impfzwang gehen. Und ich wette 5 Milchkühe, dass absolut jeder und jede in den letzten Monaten gehört hat, dass eine Impfpflicht auf dem Weg sei, ja, dass sie gar schon beschlossen sei und die Behörden von Haus zu Haus marschieren, Türen eintreten und uns gegen unseren Willen impfen. Und viele kleine und große politische Akteure schlagen aus dieser Angst natürlich Kapital, instrumentalisieren Menschen und lügen, dass sich die Balken biegen. Beginnen wir mit Österreich. In der wunderschönen Alpenrepublik Österreich existiert keine gesetzliche Impfpflicht. Es werden Impfempfehlungen ausgesprochen und Präventionsprogramme erarbeitet und gefördert. Im Impfplan Österreich 2020 werden beispielsweise vom zuständigen Ministerium und dem nationalen Impfgremium Strategien entwickelt, wie man Impfwilligen den Zugang zur Impfung leichter machen, wie man Ärztinnen und Ärzte unterstützen oder wie man die medizinische Infrastruktur verbessern kann. Zusammengefasst, in Österreich existiert keine Impfpflicht. Nur um aber kurz sinnbildhaft die mittlerweile völlig skurrile Dimension dieses ganzen Themas aufzuzeigen, folgendes. Die Caroline ist ein weiblicher Star der neurechten Bewegung und als ich den Titel las, war ich doch einigermaßen gespannt, was sie denn als Corona-Leugnerin, und sowieso ist das alles völliger Humbug, zum elektronischen Impfpass in Österreich erzählen wird. Ab ca. Minute 24 beginnt der Spaß, ich hatte aber bereits nach den ersten 24 Minuten eine leise Vorahnung, in welche Richtung es gehen wird, denn sie redete bereits fast eine halbe Stunde ununterbrochen Dünnschiss. Und natürlich war auch ihr Beitrag zum österreichischen Impfpass völliger Unfug. Sie erwähnte nicht nur bewusst nicht, dass dieser elektronische Impfpass schon weit vor Corona startete, sie behauptete auch noch, dann kann in Zukunft ein Versicherungsvertreter, wie jeder x-beliebige auch, kurz am PC diesen Impfpass checken und das Gegenüber wird dann halt nicht versichert, weil er diese oder jene Impfung nicht eingetragen hat. Und wir sind wirklich an einem Punkt angelangt, an dem ich herausstreichen und betonen muss, dass ein Versicherungsvertreter selbstverständlich keinen Zugriff auf die österreichische elektronische Gesundheitsakte hat, ebenso wenig auf den elektronischen Impfpass. Aber es scheint keine Rolle zu spielen. Likes und Geld fließen. Denn sie schafft es zwar nicht, die vorgestellten Artikel zu verlinken, die sie im Stream bespricht. Man könnte sich ja informieren. Die Daten, die man braucht, um ihr Geld zu überweisen, für die hat man dann aber immer genug Zeit, um sie einzutragen. Aber Hauptsache, der öffentliche Rundfunk ist voller Fake News, natürlich. Und wenn wir gerade bei Fake News sind, anfangs blendete ich ein, dass die FPÖ in Österreich vor einer Impfpflicht warnt, die die schwarz-grüne Regierung einführen will. Und nur aus Spaß, überlegt doch einmal, wie die FPÖ darauf kommt. Irgendwie werden sie es ja begründen müssen. Und egal, was ihr jetzt erwartet, ihr werdet überrascht sein. Während Kanzler Kurz im April noch davon sprach, dass sich nur diejenigen impfen lassen müssten, die uneingeschränkt reisen möchten, geht nun alles in eine völlig andere Richtung. So ging es im Ministerrat am Mittwoch um die Sicherstellung des Bedarfs an Covid-19-Impfstoff für Österreich. Im Vortrag an den Ministerrat des Gesundheitsministers heißt es wörtlich, insgesamt hat Österreich für die gesamte Bevölkerung Bedarf an Impfstoff für 8 Millionen Menschen angemeldet. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Kurz, Anschober und Co. die Bevölkerung unseres Landes ausnahmslos durchimpfen wollen, egal ob es den Leuten recht ist oder nicht. Dass ich überhaupt in die Lage komme, so etwas kommentieren zu müssen, spricht Bände. Zunächst hat Österreich bekanntermaßen 8,9 und keine 8 Millionen Einwohner. Ausnahmslos alle wird da ohnehin schwierig. Und natürlich meldet die Bundesregierung, wie sie es bei medizinischer Grundversorgung immer tut, Bedarf für die Gesamtbevölkerung an, weil es so viele unbekannte Variablen gibt.
wie die nötige Durchimpfungsrate oder die Impfwilligkeit der Bevölkerung. Hätte die Bundesregierung denn nur Bedarf für die Stadt Wien anmelden sollen? Der Rest muss selbst irgendwie zurechtkommen. Ich verstehe schon, Opposition, Regierung, gegenhalten aus Prinzip, aber meine Güte, so, wie dem auch sei. Kommen wir zu Deutschland. In Deutschland existiert eine Impfpflicht. Nicht gegen Corona, sondern gegen die Masern. Und das hat sehr gute Gründe. Masernfälle steigen weltweit an und fordern immer noch tausende Tote. Auch in Europa steigen die Zahlen und die Folgen einer Masernerkrankung können verheerend sein. Das ist keine harmlose Kinderkrankheit, die man durchgemacht haben muss. Das ist eine ernstzunehmende Erkrankung mit teils tödlichem Ausgang. Neben dieser Masernimpfung empfiehlt die Ständige Impfkommission transparent und nach wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Maßstäben weitere Impfungen. Die Pflicht beschränkt sich aber, wie gesagt, lediglich auf die Masern. Alle Verschwörungsideologen, die eine Corona-Impfpflicht herbeifantasieren, lügen schlicht und ergreifend. Bestes Beispiel hierfür war das millionenfach geklickte Video von Ken Jebsen. In der von ihm verlinkten Formulierungshilfe lügt er nicht nur über den Inhalt, sondern auch über den Stand des Papiers im Gesetzgebungsverfahren. Nirgends da drin ist eine Impfpflicht zu finden und das Dokument ist kein fixer Gesetzestext, es war kein beschlossenes Dokument und weder der Bundestag noch die Bundesregierung hatten irgendetwas beschlossen. Und auch hier scheint es einfach keine Rolle zu spielen. Alles, was er über dieses Dokument erzählt hat, war falsch. Trotzdem wird er als Held gefeiert, als mutiger Kämpfer für die Freiheit in einer Welt aus Lügen. Nochmal zusammengefasst, in Deutschland existiert eine Masernimpfpflicht, ansonsten werden transparent und für jeden einsehbar Empfehlungen abgegeben. Eine Corona-Impfpflicht ist nicht existent und auch nicht auf dem Weg. In der Schweiz ist die Rechtslage ähnlich wie in Österreich. Eine Impfpflicht existiert nicht. Es werden lediglich Empfehlungen abgegeben und Programme ausgearbeitet, die Impfwillige informieren und Ärztinnen und Ärzte unterstützen sollen. Vor kurzem machten aber auch in der Schweiz die Impfgegner mobil und verbreiteten Fake News in bester Trump-Manier. Auf WhatsApp und in sozialen Medien wurden Berichte geteilt, dass eine Impfpflicht anstünde. Natürlich war auch das frei erfunden. In der Schweiz besitzt der Bundesrat, also unsere Bundesregierung, aber tatsächlich das Recht, ein Impfobligatorium einzuführen. Und zwar, weil wir das als Staatsvolk in einer Abstimmung abgesegnet haben. Natürlich beträfe ein etwaiges Impfobligatorium nicht alle, sondern nur gefährdete Bevölkerungsgruppen und besonders exponierte Personen wie zum Beispiel Pflegepersonal. In der Schweiz existiert also ebenfalls keine Impfpflicht und es ist auch keine auf dem Weg. Es ist, das gebe ich offen zu, sehr ermüdend und oft auch frustrierend, all diese so offenkundigen Lügen zu lesen, zu hören und gleichzeitig erstaunt festzustellen, wie unsagbar erfolgreich manche Menschen mit diesen plumpen Lügen durchkommen. Und mir ist bewusst, dass das immer noch eine Minderheit ist, aber wenn für gewisse Krankheiten eine Durchimpfungsrate von 90, 92 oder 95% nötig sind, dann kann diese Minderheit, diese von Lügen und Hetze aufgescheuchte und verängstigte Minderheit entscheidend dafür sein, dass wir diese oder jene Krankheit nicht ausrotten können, dass die Herdenimmunität nicht gewährleistet ist. Und deswegen ist mir ein Video und eine junge Dame besonders in Erinnerung geblieben. Ich bin die Anja, ich bin 20 Jahre alt und ich fahre nach Berlin, weil ich selbst mal eine Familie gründen möchte und ich nicht will, dass meine Kinder aufwachsen mit Maske, mit Kontrollwahn, mit Impfzwang und ich will keinen Kontrollstaat, der Angst und Schrecken verbreitet. Ich will unser Grundgesetz und meine Freiheit zurück. Diese junge Frau hat Angst. Und das aus einem Grund, den ich lange gar nicht realisierte, aber der eigentlich völlig logisch ist. Wir und unsere Eltern waren und sind die ersten Generationen, die nahezu ohne Kinderkrankheiten aufgewachsen sind, vor allem ohne diese furchtbaren Krankheiten wie Polio, Masern, Mumps, Röteln und so weiter und so fort. Wir wissen und sehen gar nicht mehr, wovor uns diese Impfungen schützen. Wir haben gar kein Gespür mehr dafür, was diese Krankheiten an Kindern angerichtet haben, weil wir es selbst nicht erlebten, weder an uns noch in unserem Umfeld.
Diese ganzen Lügner, die die Angst der Menschen für sich vereinnahmen und zu Geld machen, die bewusst Ängste schüren, das ist Rauch, das ist Nebel, nicht fassbar, denn sie müssen sich nicht an Regeln halten. Weder Fakten noch Moral ist ihnen irgendetwas wert, solange sie nur politisch und persönlich einen Vorteil daraus ziehen können. Aber diese Menschen, wie die eben gesehene Frau, die dieser Informationsflut, diesen kruden Impfgegnerseiten erliegen und sich Angst machen lassen, die gilt es zurückzuholen. Und da muss jeder von uns mithelfen. Denn es gilt nicht, diese Menschen davon abzuhalten, die Macht zu ergreifen, weil sie glauben, die brüllenden Querdenker auf ihren Demos seien das Volk. Nein, es gilt dafür zu sorgen, dass sie eben keine 5-10% der Menschen für sich vereinnahmen. Dass wir uns auch weiterhin darauf konzentrieren können, tödliche und fürchterliche Kinderkrankheiten mit Hilfe von Impfstoffen auszurotten. Dass wir uns nicht von gesäter Angst all das zerstören lassen, was der Verstand zu tun imstande war und wäre.